Können Sie mich hören? Ja. Ja. Gut. Also, Renate. Liebe Renate. Wir kennen uns schon seit Ewigkeiten. Ein, zwei, drei Leben. Ja, über 50 Jahre, ja. Ja. Ich werde jetzt dieses Stück von Brahms spielen, habe ich mir extra ausgedacht, habe ich schon bei euch zu Hause gespielt. Ja, ja? So schön ist das. Und dieser langsame Satz von der Sonate, das ist ein Bekenntnis zu Liebe. Brahms war 20 Jahre alt, das ist das Unglaubliche. Das ist ein Wunder, während man das spielt, während man das hört, ein 20-Jähriger war fähig, sowas zu schreiben, was uns sowas gibt. Er hat ein Gedicht am Anfang und es dreht sich wirklich um ein Liebespaar. Am Anfang ist es so eine schöne Landschaft, die Stimmung, der Mond, die Sterne, alles schön, friedlich. Und dann plötzlich, heute, kommst du und Helmut. Und ihr spricht miteinander. Das ist die eine Stimme, die andere Stimme. Und ihr spricht miteinander. Und ihr erzählt euch was. Das wirst du genau hören. Und es kommt noch einmal. Und dann geht er wieder zu der Landschaft. Ihr beide sitzt da und freut euch, dass der Mond da ist. Und dann entwickelt sich das alles und das wird es zu dem, was nur eine Liebe fähig ist, zu was ganz Großes, was uns das ganze Leben begleitet und uns glücklich macht. Und es ist wirklich, es umfasst uns alle. Dann geht es aber zu Ende. Und das geht in der Musik von diesen 20-Jährigen auch zu Ende. Und dann plötzlich kommt so eine leise Melodie und die gibt uns sofort Hoffnung und macht uns lächeln und gibt uns das Gefühl, ja, es ist zu Ende, aber in uns lebt es weiter, ja, und dieses ganze Glück und wir sehen uns nicht mehr, aber wir sind immer, immer zusammen. Für dich, Renate. Danke, Kam. Ich kann nur Danke sagen.